So Leute, willkommen zurück zu South Park, The Fractured Butthole. Wir waren gerade auf dem Weg zu Tokens Haus, beziehungsweise ich wollte nochmal gucken. Ja, Tokens Haus wird jetzt wahrscheinlich unsere nächste Anlaufstelle sein. Unsere nächste Mission, die wir machen müssen. Ich muss doch gerade das Mikro ein bisschen verschieben. Moment, haben wir Glück, Superheld. Wie es aussieht, ist die Wache gerade pissen oder so. Geh durchs Tor nach hinten und finde einen Weg hinein. Ja, die Wache ist auch überhaupt nicht da. Heute nicht, Sir! Heute nicht! Bitte verpissen Sie sich oder ich prügel Sie ins Krankenhaus! Ich verprügel dich, bis meine Schicht vorbei ist! Oh oh. Und er hat ja auch sein Pfefferspray, aber unsere Superhelden sind auch dabei. Also wir sind nicht alleine. Bin hier auch sehr froh. Nochmal kriegt ihr mich nicht! Diesmal habe ich Verstärkung! Oh Gott. Ja, der hat wirklich Verstärkung. Oh, ist aber ein großes Kampffeld dieses Mal. Ich will aber keine Hunde schlagen. Ein Gesetzeshüter angegriffen. Bist kein Gesetzeshüter. Bin ich schon dran? Zugriff! Nee, bist du wohl nicht. Erstmal sind die Hundis dran. Und ich möchte Hunden eigentlich nicht wehtun. Warum sage ich eigentlich? Weil ich fürchte, ich komme nicht drum rum. Verprügel dich gemäß Arbeitsanweisung. Nimm da. Ich glaube, wir machen hier mal Pause-Taste. So, und zimmern hier gleich mal ein paar. So, unsere Zeit läuft ab. Wir gehen mal wieder zurück. Viel zu schnell. Captain Diabetes ist kampfbereit. So, Captain. Es tut mir furchtbar leid, Hund. Tu bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Das ist ein Hund, Captain Diabetes. Pew, pew. Nächstes Mal oh, der arme Hund. Blitzfreak, zischt los. Es tut mir so leid mit dem armen Hündchen. Aber wir müssen die halt aus dem Weg räumen. Welchen Saft trinkst du? Den will ich auch. Sorry, Captain Diabetes, streng geheim. Wir haben dir echt die Streben verbogen, Humankind. Ich strebe immer noch, keine Sorge. Dein Angriff steigert nur meinen Zorn. Ja, Captain Diabetes kann auch nicht mal Klappe halten. Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling. Ich verlasse mich auf dich. So, jetzt können wir auf jeden Fall die beiden Hunde hier schon mal aus dem Verkehr ziehen. Schnapp den! Oh Gott, der hat noch mehr Security dabei. Ich bin nur ein echter Cop. Ja, bist du aber nicht. Das Spray der Gerechtigkeit. Diabetes-Time! So, den Hund erstmal wieder aus dem Verkehr ziehen. Cool and friends für immer. So, Ultimativkraft bereit. Auch nicht der schon wieder. Jetzt mach zumindest was richtig. Bitte keine Nasenscheidewandverkrümmung. Oh Gott. Verschwinde! Immer wieder gerne! Dass die den aber auch immer. Also, das. Zum Wetter, aus dem Westen nähert sich der Zorn, das Kalt! Dass seine. Hier. Seine Tante ihn da auch immer in Schutz nimmt. Du kannst auf mich zählen! So, der ist ja fast hin, den sollten wir mal lieber mit einem kleinen Schutzschild versehen. Blitzfreak ist in den Startlöchern! Haben wir seinen Angriff jemals gesehen? Ich möchte ihn jetzt einfach mal angucken. Ich wollte es einfach mal gesehen haben, ja? Verurteilt mich bitte nicht. So, den da legen wir auf Eis, dann kann der uns nämlich gar nichts anhaben. Brennen tut er ja schon. Bams. Sehr gut, Wunderarsch. Dass sie hier aber auch nicht mal die Schnauze halten. So, mal gucken. Oh Gott. Der wirft irgendwas. Hat er ernsthaft gerade eine Gasgranate geworfen? Was bist du denn für ein Penner? Wirfst Gasgranaten auf irgendwelche Kinder? Scheiße, ist mir kalt. Geht's euch genauso? Oh, oh, oh. Ja, das denke ich eh hin. Ich befürchte, mit seinem Angriff können wir bloß nicht so viel ausrichten. Ich kann den Baumstamm hier verdreschen.
bringt bloß nichts. Ich bin drin. Okay. Pew, pew. Au. Wer zuerst wegschaut, verloren. Mal sehen, wer zuletzt lacht. Okay. Da wir hier gerade in einer kniffligen Situation sind. Ein Wunder, Jugendpfadfinder Ehrenwort. Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Ich weiß, ich kann Jimbo und Dings auch noch herbeirufen. Die Sünden mögen vergeben werden und alles klaren frei sein. Aber irgendwie, ich will das halt nicht so benutzen. Es bringt halt auch noch nicht so wirklich was. Weil die da schaffen wir. Oder soll ich es einfach mal der Neugier halber benutzen? Moment, zack. Positionieren wir uns mal ein bisschen um. Ich würde mich gerne hier drüben hin positionieren, so ein bisschen. Ja, das passt. Wie hast du das angesprochen dran? Achso, ich werde automatisch zurück teleportiert. Okay. Ich will es jetzt einfach mal benutzen. Es zieht gar nicht mal so viel ab und wir haben 5 Stück von den Dingern nur. Es kommt direkt auf uns zu! Mann, was sind das denn für lausige Schützen? Sich zu ergeben. Leg dich nicht mit dem Käpt'n an. Jetzt aber schnell. Also das sind echt lausige Schützen. Hey, ich muss diese Uniform selbst bezahlen. Pech gehabt. Mach sie fertig, Saftsack. So. Ersten Hammer. Die haben überhaupt keine Chance. Ich war Siebtbester im Online-Kurs. Du bist also geliefert. Das hilft halt nichts. Ich kann nichts machen. Weil ich an diesem dämlichen Baumstumpf nicht vorbeikomme. Halb Mensch, ganz Held! Tja, da kann ich eigentlich nur hier ein Schutzschild werfen. Oh, danke! Weil wir an diesem dämlichen Baumstumpf nicht vorbeikommen. Du lässt mir keine andere Wahl, als mich selbst zu verteidigen. Ja, verteidige dich doch selbst. Jetzt setzt's was. Ja. Aber richtig. Wir haben ja noch unsere elementaren Kräfte. Die darf man nicht unterschätzen. Ich finde, die Narbe steht uns. Sie kommt zwar nicht so richtig gut zur Geltung, aber sie passt. So. Lahmgelegt, gegrillt, alles. Ich krieg langsam Frostbrand. Du bist echt gut in dem Spiel. Diabetes mischt wieder mit. So. Heißt das, wir dürfen jetzt endlich den Schwerverbrecher verhaften, der garantiert nur Tokens Vater ist, der überhaupt gar kein Schwerverbrecher ist. Der halt einfach Geld hat und weil er schwarz ist, wird er jetzt verhaftet wahrscheinlich. Die haben echt ein großes Anwesen. Ja, das war jetzt nicht so besonders. Ich kann da hinten noch lang gehen. Ist da auch noch was? Da muss hier was versteckt sein. Okay, hier ist gar nichts versteckt. Gut, Garage kann ich aufmachen. Haustür weiß ich nicht, ob ich die aufmachen sollte. Ich habe so das Gefühl, nicht. Aber gerade deshalb will ich es auch irgendwie. Aber wahrscheinlich ist die Haustür einfach zu und ich kann nicht. Ich kann einfach rein. Okay, schnell. Geh ans Telefon, hacke das System und deaktiviere es. Ach so. Ja, nee. Ich will dein Gesicht in dieser Stadt nie mehr sehen. Ist die Mission... Die Mission ist jetzt noch offen. Gut. Habe ich versiebt. Wo ist die nächste Schnellreiseflagge? Ich habe gedacht, ich muss jetzt schnell wieder raus und durch die Garage rein. Ich habe nicht gedacht, dass ich... Ja, okay. Ich habe es versaut.
Soll ich das schneiden, wie ich da hinlatsche? Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen langwierig, wenn ich da onscreen hinlaufe. Oder ist da hinten, da war keine Schnellreiseflagge, ne? Wohin des Wegs? Ne, da ist halt echt keine Schnellreiseflagge mehr auf dem Weg. Ja, dann mache ich hier einen kurzen Cut. So, hier sind wir wieder. Das hier ist wie in der Folge, in der Michael Jackson einzieht. Rassismus. So. Hallo, hier Jeff von Wolf Sicherheitstechnik. Alles in Ordnung? Hallo, ja, tut mir leid. Ich wohne hier und kann mich nicht an den Code für den Alarm erinnern. Schon okay, ja? Haben Sie das Passwort für die Sicherheitsabfrage? Einen Moment bitte. Ach, da muss ich hin. Okay. Alles in Ordnung? Ja. Okay, jetzt muss ich das Ganze mit dem Telefon machen. Ja klar, das habe ich hier irgendwo. Moment, verdammt, ich muss nur... Oh scheiße, falsche Schublade. Können Sie bitte kurz dranbleiben? Kein Problem, Sir. Hacken fortsetzen, okay. Hören Sie mich? Also wenn die Polizei ein Sicherheitssystem hacken muss, dann ist... Alles in Ordnung? Dann ist doch klar, dass da was nicht stimmt. Haben Sie das Passwort vielleicht aufgeschrieben auf einem Notizblock oder so? Ja, irgendwo muss es ja sein. Moment, ich schau mal in dieser Schublade nach. Ich muss erstmal meine Brille suchen. Okay. Ja, dann halt noch ein Hack, ne? Einen Moment bitte. Mache ich hier irgendwas falsch oder? Daten abgefangen und... Elite-Hacker, ja. So funktioniert Hacking nicht, aber schön. Versuchen Sie es vielleicht mal mit meinem zweiten Vornamen. Okay, Sir, wir sehen uns jetzt einfach Ihr Konto an und erstellen ein neues Passwort für Sie. Bleiben Sie einfach in der Leitung. Sehr schön. Lass dich von seiner gutbürgerlichen Fassade nicht täuschen. Das ist ein alter Trick. Das ist Schwachsinn. Der hat halt ein bisschen Geld und... Und die falsche Hautfarbe. Das ist das Problem. Ich glaube, wenn wir uns hier als richtig Schwarzer eingestellt hätten, hätten wir auch ein Problem. Freedom Base. Moment, da kann ich doch garantiert hier... Ach so, stimmt, da fehlt uns ja die richtige Fähigkeit, ne? Oh, da sind noch mal Member Berries. Erinnerst du Trapper Keeper? Klar, ich erinnere. Oh ja, fand ich toll. Ich erinnere. Erinnerst du den Angriff auf die Schule im letzten Spiel? Oh, ich erinnere, das war toll. Okay, muss ich nach oben oder muss ich in den Garten? Ich will halt jetzt keinen falschen Weg gehen und dann was verpassen. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Der hat aber richtig Asche. Also es ist ja bekannt, dass Tokens Vater recht reich ist. Aber sieht eigentlich ganz schick aus hier. Gefällt mir. Ich verstehe auch nicht, warum die Polizei hier so rassistisch ist. Also klar, ist ja eine Anlehnung an Rassismus in den USA, aber es ist Schwachsinn. Sagen wir es, wie es ist. Es ist Schwachsinn. Man sollte nicht rassistisch sein. So. Oh, Tokens Spind Combo und Tupperdose. Ah, Okama Games 4 angeschaltet. Ja. Wo war ich? Achso, Tupperdoses Dingsbums, ne? Da sind wieder die Chin Pokémon. Hier ist ein Bild von Token mit Nicole und seine Sportartikel und so weiter. So, hast genug Geld, lassen wir den Fernseher an. Oh, hier muss er drin sein. Vorsicht bei dem, der ist ganz schön jähzornig. Wähl den richtigen Augenblick.
Hey, wer bist du? Du kannst hier nicht einfach einbrechen. Jetzt, los, los, los! Oh, es tut mir leid. Weißt du? Es tut mir so leid, dass ich sie jetzt verprügeln muss. Körperverletzung! Vor allen Dingen, der ist so harmlos. Der will uns nicht mal was tun. Monokel, ja. Ich glaube, ich spiele das für mich dann nochmal mit einer dunklen Hautfarbe. Du weißt echt, wie der Hase läuft. Du verstehst genau, was wir tun und unterstützt uns dabei. Komm zu mir aufs Revier. Ich hab da was für dich. Oh, aber jetzt... Jetzt. Ich befürchte, jetzt haben wir die Möglichkeit, uns hier ins Polizeinetzwerk zu schleusen. Und daher seinen komischen Drogendeal, seinen Drogenhandel da zu eliminieren. Das finde ich gut. Und dann können wir bestimmt auch bald neue Begleiter sammeln. Und neue Begleiter sind ja eh unheimlich wichtig. Oh Gott, jetzt kriege ich auch noch Skype-Nachrichten. Muss ich ausschalten. Mache ich auch zum nächsten Part. Denn dieser hier ist ja eh vorbei. Laufe ich überhaupt in die richtige Richtung? Ja, mache ich. Gut, Leute, ihr lasst mir jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn es hier weitergeht mit South Park, Fractured But Whole. Bis dann, euer Wolf.